Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt, dem Nachfolgeprojekt von Anno 1404 mit einem großen Vorgänger, nämlich dem ersten Anno-Spiel, was es jemals gab, Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt. Ja, das werde ich jetzt als Ersatz dafür spielen und ich muss sagen, ich habe dieses Spiel seit 12 Jahren oder so nicht mehr gespielt, außer gestern, als ich einmal getestet habe, ob alles funktioniert. Und ich muss sagen, selbst bei diesem kleinen bisschen, was ich da am Anfang hatte, es macht echt enorm viel Spaß, das nochmal zu spielen. Vor allen Dingen die ganzen Erinnerungen, die da noch dran sind und die Musik, die im Hintergrund spielt. So schön. Aber ich würde sagen, ich werde erstmal hier jetzt einfach das Intro abspielen, damit ihr überhaupt wisst, worum es geht. Und lasst euch nicht verwirren hier, das Ganze ist natürlich in 4:3, seht ihr ja schon. Und das Intro sieht nochmal ein bisschen komischer aus, aber das ist einfach so. Es ist in dem Spiel nicht anders vorgesehen, deshalb muss man das so akzeptieren. Ich starte jetzt mal das Intro. Es war im Jahre 1602, als wir die uns vertrauten Gefilde verließen, um in der Ferne unser Glück zu suchen. Wohlwissend um das schier unberechenbare Risiko, welches solch gewagter Aufbruch in sich barg. Sämtlichen unserer Befürchtungen zum Trotz entlohnte uns das Schicksal nach langer und beschwerlicher Reise mit einem hübschen Flecken Erde, für den wir alsbald Besitz beanspruchten. Harter und unerbittlicher Einsatz unter Aufwand sämtlicher Kräfte versetzten uns indes in die glückliche Lage, innerhalb kürzester Zeit eine wohlflorierende Wirtschaft und ein beschauliches und lebhaftes Städtchen unser eigen nennen zu dürfen. Frieden und Harmonie zierten unsere stattliche Heimat und bildeten eine Oase gnädiger Ruhe und einträchtigen Zusammenlebens. Bis zu dem Tage, an dem machthungrige Neider auf unser Glück und unseren Wohlstand aufmerksam wurden. Unerbittliche Schlachten brannten die gar schreckliche Fratze des Todes unauslöschlich in das Antlitz unseres Städtchens ein. Als schlussendlich nichts mehr wert war, noch darum zu kämpfen, schlossen wir neue Bündnisse und Handelsabkommen, die unseren Träumen und Hoffnungen zu neuen Höhen verhalfen. Frieden und Wohlstand hielten alsbald wieder Einzug. Nun, da ich alt geworden, überreiche ich euch, mein junger Freund, den Kelch der Redlichkeit. Möget ihr es mir gleich tun, neue Länder zu entdecken und zu besiedeln, wie ich einst Anno 1602. Ja, das ist dann die ganze Geschichte dahinter. Wobei die natürlich für das eigentliche Spiel nicht so viel ausmacht. Es geht halt darum, dass wir eine neue Welt besiedeln, ganz klar, so wie immer bei Anno. Und wir machen ein neues Spiel, ein Endlosspiel. Auf durchschnittlich, würde ich sagen. Ihr seht hier, einmal habe ich jetzt hier schon ein bisschen was gespielt. Da ist mir aber die Aufnahme ein wenig missglückt. Aber so weit war ich nicht gekommen. Ich hatte 2 Folgen aufgenommen, deshalb machen wir jetzt einfach nochmal von vorne. Außenreichende, fruchtbare Insel, gelegentliche Ausforderungen beraten. Ne, begrenzte Anzahl von Erzvorkommen. Ne. Wir machen durchschnittlich, das passt schon. Und ich würde sagen, dann starten wir mal. Ich denke, ich bleibe beim Namen Felix. Was war das für eine Tonstörung? Wählt eure Flagge! Und wir nehmen Orange, das habe ich früher auch immer genommen. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Ja, das passt schon, oder? Die Insel ist auch cool. Ne, wir gehen da hin. Ich will zu der Insel. So. Im Gegensatz zu späteren Spielen sieht man noch nicht, welche Ressourcen man auf einer Insel anbauen kann. Und ob hier Erz vorhanden ist oder so, das muss man dann erkunden. Werden wir natürlich auch gleich machen. Die auch nicht so schlecht ist. Geht natürlich darum, dass wir viel Bauplatz wollen. Eigentlich. Aber ich glaube, die ist insgesamt trotzdem größer. Ja, wir nehmen die. Denn, was man wirklich sagen muss hier, Bauplatz ist echt begrenzt in diesem Spiel. Ja. Grafik, hatte ich ja gesagt, ist natürlich, dieses Spiel ist von 1998, ja, also es hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Ist jetzt nicht so alt wie ich, aber kommt nah ran. Und ja, damals war das Ganze natürlich noch ein bisschen anders. Wir spielen ja auch in einer Auflösung von 1024x768. Es gibt ein paar Filmchen in diesem Spiel, das ist auch ganz nett, das werden wir wahrscheinlich gleich eins schon sehen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet.
Erstmal hier Kakao, Baumwolle, Gewürze. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Das meine ich mit den Filmchen. Eine Insel wurde besiedelt. Schauen wir nochmal weiter, wenn wir Glück haben. Nein, okay. Ist kein Gold auf dieser Insel. Aber es ist jetzt auch nicht so wild. Ja, wir sind auf dieser Insel. Ups, ich versuche mal mit Rechtsklick noch zu schicken. Das geht natürlich nicht. Mit Linksklick macht man hier alles. Und man musste bei diesen Videos auswählen, ob man eine hohe Qualität haben will. Habe ich gewählt. Das war die hohe Qualität. Und die Voraussetzung für eine hohe Qualität ist ein achtfaches CD-ROM-Laufwerk. Ja, also höchst anspruchsvoll. Aber sieht man mal, wie sich die ganzen Sachen so verändern. Denn viele Sachen hier, wie auch die Musik, die wird einfach noch auf der CD gespeichert und immer von der CD gelesen, anstatt installiert zu werden. Heute völlig undenkbar, wo eigentlich kein Mensch mehr CDs hat. Weil es nur noch per Steam installiert wird. Aber gut, so ändert sich das alles. So, ich habe jetzt erstmal 3 Holzfäller hier hingebaut. Standardprozess. Wir wollen ja nicht zu wenig Holz haben. Und dann machen wir hier meine Fischhütte hin. So. Mal ein bisschen näher rangehen. Da laufen schon die Männchen. Hab hier auch ein bisschen aufgeforstet direkt, damit wir da keine Probleme bekommen. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier einen Marktplatz hin. Na, vielleicht hier an dem Fluss, weil da können wir sowieso nichts machen. Dass wir da den ein Weg Mitspieler erweitert seine Ländereien. Machen wir das mal so. Zack, verbinden das Ganze hier. Ich will noch mit Mausrad zoomen, das geht natürlich nicht. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten die meisten Computer noch gar keine Mäuse mit Mausrad. So, wir schauen jetzt mal, dass wir ein paar Häuser bauen. Da, Häuser. Da war mein Weg natürlich mal schon wieder... Ah ne, passt sogar, okay. Ja, und schon haben wir kein Holz mehr. 13 Einwohner haben wir schon. Hier sind unsere Pioniere in Lisch, heißt unsere Stadt. Könnte man das ändern? Ich weiß es gar nicht. Und unsere Bewohner verlangen nach einer Kapelle. Die werden wir ihnen natürlich auch irgendwann liefern, aber noch nicht direkt jetzt am Anfang. Die kostet uns natürlich ganz viel Holz. In der Theorie brauchen diese Häuser, glaube ich, gar keine Wege. Aber ich finde, das sieht einfach schöner aus damit. Und noch ein bisschen Werkzeug übrig. So, das können wir direkt ausliefern. Und ich würde fast sagen, wir können mal schon mal unser Schiff jetzt ein bisschen zum weiteren Erkunden rumschicken. Weil wir wollen später natürlich auch andere Inseln besiedeln. Und im Moment brauchen wir unser Schiff überhaupt nicht. Da kommt der freie Händler schon an. Er hat ein paar Orientierungsprobleme. Das haben diese Schiffe in diesem Spiel sowieso ein bisschen. Das ist noch nicht so ganz... Die Wegfindung ist noch nicht so ganz optimiert. Und jetzt ist er wieder abgedüst, weil wir ja gar nichts einkaufen aktuell. Das werden wir natürlich später ändern, weil wir später sicherlich noch mehr Werkzeuge brauchen. Aber erstmal passt das so. Erstmal wollen wir hier einfach nur Häuser haben, um eine große Bevölkerung aufzubauen. Und da fällt mir direkt ein, ich kann mal direkt hier die Baurechte sperren, weil ich hasse es ja, wenn sich die Leute entwickeln, ohne dass ich das will. So, wir erkunden mal hier auf der Insel. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Kakao, Baumwolle, Gewürze. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Ja. Ich habe den Film jetzt noch einmal abspielen lassen. Ich denke, den gleichen Film werde ich mir nicht nochmal anschauen. Da werde ich dann wegklicken. Gold gibt es also nicht auf dieser Insel. Sonst kommt das nämlich immer ganz am Schluss. Hier kann es gar kein Gold geben, weil gar kein Berg drauf ist. Ups. Habe ich das Schiff jetzt wieder... Ja. Das ist das Bescheuerte mit diesem Linksklick. Ja, du kannst ruhig erstmal die Insel erkunden hier. Da muss man da erstmal runterkommen von... Aus dem Schiffsmenü. Im Moment machen wir einen Verlust von 29. Das gefällt mir nicht. Deshalb brauchen wir unbedingt mehr Häuser. Ihr habt ein Eingeborenendorf entdeckt. Ahu. Da sind Eingeborene.
Und die können mit einem handeln. Die Ressourcen handeln. Dieser Insel sind erkundet. Havanna haben wir entdeckt. Deshalb fragen die auch Alkohol nach. Und bieten Gewürze an. Ja, Gewürze. Ja, mehr wirst du hier wohl nicht entdecken, weil hier kein Berg drauf ist. Aber du kannst mal hier hinfahren und schauen, was da so los ist. Was ist denn eigentlich mit dem letzten Mitspieler? Der hat noch gar nichts besiedelt. Wir haben noch 3 Mitspieler. Grau oder weiß oder was auch immer das für eine Farbe ist. Die haben natürlich nicht wie in 1404 Spielerporträts und deshalb auch irgendwelches Verhalten, was besonders ist. Das sind einfach nur Farben. So Mitspieler sind dann halt gelb, blau und grau. Aber macht nichts, ist trotzdem ganz nett. Ja, unsere Fischerhütte ist nicht ausgelastet. Wahrscheinlich liegt das daran, dass wir nicht genug Marktkern zur Abholung mehr haben, oder warum? Landes von minus 9, also das steigt immerhin. Und Holz kommt auch schon rein. Ihr habt ein Eingeborenendorf entdeckt. Schon wieder hier. Mayas, oder was ist das? Tudexo Kapan. Eine neue Stadt ist entstanden. Ah. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Tabak, Wein, Traum und Zucker. Eine Erzader wurde gefunden. Ach, jetzt kommt das Video nicht mehr. Eine Goldader schlummert im Berg. Aha. Und dafür gibt's kein Video. Warum das denn nicht? Videos sind eigentlich alle an, oder? Jo. Mal einmal schauen. Musik ist auch alles an, ne? Bis auf 1, genau. Ja. Passt doch alles. Ups. Schiffchen, du kannst schon mal ein bisschen mehr erkunden. Hier oben zum Beispiel, die ist doch auch mal nett. Wobei erst bitte an dieser Insel schauen. So, wir haben wieder mehr Holz bekommen. Ich würde sagen, wir bauen erst noch mal ein paar mehr Häuser, bevor wir hier weitermachen. Stopp. Häuser. Oder sollen wir mal eine Kapelle bauen? Das war nicht die Kapelle. Kapelle. Zoomen wir mal ran. Kann man natürlich hier auch schön drehen. Ne, wenn dann andersrum. Man kann ja sowieso, glaube ich, sagen. So richtet sie sich immer zum Weg aus, genau. Aber das ist ja eigentlich auch bescheuert, wenn wir die da hinsetzen, um ehrlich zu sein. Weil da ja gar kein Haus dann hinkam. Wir setzen die einfach mal. Wir setzen die hier hin. So, dann haben wir eine Kapelle. Oh, da sind gar nicht alle im Einzugsgebiet. Das ist natürlich ärgerlich. Zumal ich eigentlich nach da expandieren will. Naja, aber eine Kapelle kostet 5 Unterhalt. Das ist sowieso ziemlich wenig. Insgesamt in diesem Spiel habe ich festgestellt. Wobei die das nichts Ressourcen dagegen ändert, dass dieser wir Insel sind erkundet. Enorm wenig Geld am Anfang es gibt haben. Eisenerz auf dieser Insel. Ja, Gold kann es ja dann nicht geben. Dann ist es ja nur ein Werk vorhanden. Trotzdem warte ich das mal ab. Ja. Okay, dann kannst du mal hier erkunden. Doch nichts darüber zu wissen hier, was denn alles in dieser Inselwelt vorhanden ist. Ich mache mal gerade Folgendes. Stellen wir die Geschwindigkeit um eine Stufe höher, damit wir ein bisschen hier vorankommen. Wenn ich dieses Haus gebaut habe, denke ich, werde ich mir nochmal eine zweite Fischerhütte gönnen. Nicht, dass wir direkt ganz große Nahrungsprobleme bekommen. Aber wo bleibt denn hier die nächste Tonne Holz? Hier wird gar nichts mehr abgeholt. Was ist denn hier los? Also die warten alle darauf, dass die Bäume wachsen. Oder wie? Sind die noch nicht ausgewachsen? Das könnte sein. Naja, wir haben hier oben das Schiff jetzt. Das wir auch mehr erkunden. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Tabak, Wein, Traum, Zuckerrohr. Ah, jetzt kommt wieder ein Video. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Ich kann das Video gar nicht wegklicken. Naja, so oft werden wir dieses Video ja nicht mehr sehen. Ist ja auch nicht so lang. Verstehe nicht, warum es manchmal kommt und manchmal nicht. Gold gibt's allerdings nicht, okay. Gut zu wissen.
Wobei es natürlich an sich nicht gut ist, dass es so ist. Wie sieht das mit unserer Nahrung aus? 10 Tonnen. Ich glaube, die hatten wir am Anfang auch. Das heißt, es ist noch okay. Dennoch würde ich lieber nochmal eine Fischhütte bauen. Anders als in 1404 ist es hier ja so, dass es nicht verschiedene Nahrung gibt, sondern Fisch, Fleisch und noch so ein paar andere Sachen. Eigentlich nur Fisch und Fleisch, wobei Fleisch aus verschiedenen Sachen hergestellt werden kann. Fügt sich zur Nahrung, was dann ein Bedürfnis ist, genau wie hier Stoffe, die wir auch bald bauen, wenn wir mal wieder Holz haben. Was ist denn hier los? Ja gut, da hat es jetzt gerade nochmal einen Wachstumsschub gegeben, haben wir gesehen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Tabak, Weintrauben und Zuckerrohr. Aha. Aber ich glaube, das ist kein Berg, in dem irgendwas rein kann. Da kann nur Stein abgebaut werden. Und Ziegel. Also Stein zu Ziegeln. Von einem Steinmetz verarbeitet. Das ist ja ein bisschen ärgerlich hier mit den Holzvorräten, die wir hier haben. Das Ganze mal auf noch schneller. Muss ja hier mal irgendwie möglich sein, langsam. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Okay, das war's. Kein Gold. Wir haben bisher nur einmal Gold gefunden. Da haben wir auch schon erkundschaftet. Hier auch, ne? Genau. Die ist ein bisschen langweilig. Dann erkunden wir doch mal hier. Was ist denn hier los mit euch Holzfällern? Muss doch mal langsam hier wieder Holz zur Verfügung stehen. Ich lasse euch mal einmal einschlafen, wieder aufwachen. Vielleicht hilft das. Oh, das scheint zu helfen. Ah ne, jetzt machen die anderen auch alle was. Okay. So, dann müssen wir jetzt gleich endlich wieder Holz haben. Wie sieht's jetzt aus mit Nahrung? 10 Tonnen immer noch. Okay, das scheint gleich zu bleiben. Trotzdem brauche ich mal eine Fischerhütte, weil gleich bleiben ist natürlich nicht gut. Oder eigentlich schon, aber da wir ja wachsen wollen, ist es ein bisschen wenig. Ich lasse das für den Anfang mal hier auf dieser Geschwindigkeit. Am Ende oder später werde ich das sicherlich wieder runterstellen, weil mir das zu schnell ist, aber sonst komme ich hier nicht gut voran. Und wir wollen ja zumindest einen einigermaßen großen Fortschritt hier sehen. Das ist ja schon mal blöd hier gemacht von mir. Vielleicht hätte ich hier die Kirche hinsetzen sollen. Ja, das hätte ich machen sollen. Wobei, dann wäre der Weg ja auch nicht besser gewesen. Dann hätte ich sie hier hinsetzen müssen, ne? Ja, das hätte ich machen sollen. Naja. So, wir stellen jetzt mal die Geschwindigkeit runter. Vielleicht mal auf das zweite Stufe. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Cape drücken. Weil ich bin nicht sicher, wenn ihr das Spiel Escape handhabt. Nicht, dass wir dann nachher irgendwie alles beenden. So, aber dann baue ich jetzt mal eine Schaffarm. Ihr habt hier gesehen vielleicht, das kann ich gleich nochmal zeigen. Ich kann auch eine Jagdhütte bauen. Das hilft uns aber wenig. So, dann können da gerade mal Schafe hin. Und die müssen dann verarbeitet werden in der Webstube. Die hier natürlich nicht so hinpasst, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich weiß nicht, ob hier ein Weg hin muss. Das beobachten wir jetzt mal gerade. Das wird sich dann bald herausstellen. So, dann fährst du mal hier hin. Auf unserer Stadt will ich immer in diesem nächsten Modus gehen und in der anderen. Also wenn wir irgendwie auf der Übersicht sind, dann ist der viel zu nah. Naja. Wird es schon herausstellen, was mir das Beste ist. Ha, diese Musik immer. Schön. Ja, mal schauen, ob die Webstube, aber noch hier, jetzt gab es hier mal eine Tonne. Ausgangslager, wird die abgeholt? Sieht nicht so aus. Dann machen wir hier doch mal einen Weg hin. Ah, jetzt kam da jemand, okay.
Und er stellt hier jetzt dann Stoffe raus, ja? Oh, wir haben ja ganz schön viel Holz inzwischen. Kann ja noch ein paar mehr Häuser bauen. So. Wie sieht das hier mit dem Markt aus? Ich glaube, da können wir so bauen und dann passt's, ne? Oder? Auch nicht ganz, glaube ich. Ihr habt das euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ich weiß. Und das soll auch so bleiben. Das musst du nicht mit so mahnender Stimme hier ausrufen, lieber Erzähler. Aber das heißt, es wollte sich wohl jemand entwickeln und durfte nicht. Es tut mir natürlich sehr leid für ihn, aber das will ich noch nicht ändern. So, denn ich will erstmal noch ein paar mehr Häuser hier haben. Oh, hier muss ich auch noch den Weg drum ziehen. Also muss ich nicht, aber will ich. So. Auch schön, wie hier diese Straßen diese Abzweigung erzeugen. Immer diese schönen kleinen Details. Aber das war schon immer bei Anno so. Wie man ja jetzt hier sieht im ersten Spiel. So, hast du erkundet? Nein, hast du noch gar nicht. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Tabak, Weintrauben, Zucker, Rohr, Erz. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Musst du noch ein zweites A. Ihr habt eine Goldader entdeckt. Okay, da ist die zweite Goldader. Ich habe mich schon gewundert hier, dass wir nur eine Goldader gefunden hatten. Ah, Nahrung steigt. Stoffe sind auch okay. Ihr seid auf Ureinwohner gestoßen. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Wow. Warum macht man dafür ein Video? Ah gut. Wo ist denn, Gelb hat uns einen Handelsvertrag angeboten. Den können wir, glaube ich, hier annehmen, wenn wir mal aus diesem Menü rausgehen. Genau, Diplomatie. Und dann mit dem gelben Spieler. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Ja. Gelb wollen wir annehmen und Weiß hat uns auch einen angeboten. Nehmen wir den auch an. Bewohner haben wir schon. Mensch, das geht ja schnell hier. Ah, ich glaube, wir brauchen noch eine zweite Schafsfarm. Ich muss halt hier immer schauen, dass sich das Ganze hier so ein bisschen vage hält mit Produktion und Dingens und Einwohnern. Aber was ich mal gerade machen kann, ist, ich kann hier mal ein bisschen Wald abreißen. Weiß zwar nicht, ob das die Schafe beeinflusst, aber ich denke mal schon. So. Ja, das ist mal ein großes Dorf hier. Wer ist das denn da? Eingeborenen Krieger. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Gott, ihr schreckt mich immer irre. Wenn das plötzlich aus dem Nichts kommt. Okay, so, da kannst du mal diese Insel erforschen und wir nehmen den Handelsvertrag noch eben schnell an. Wie komme ich denn da hin? Da muss ich erstmal aus diesem Menü raus. So, blauer Spieler, nehme ich mal an. Sehr schön. Ah, da können wir mal Tribute annehmen. Okay, ich würde sagen, damit sind wir am Ende der ersten Folge angelangt. Hier unser Dorf, wie heißt es? Lisch entwickelt sich doch sehr schön. Beim nächsten Mal werden wir dann hier weitermachen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich schaue auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier unten links könnt ihr auf die nächste Folge klicken und hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.